Hallo Leute, hier ist wieder euer Lautakune und diesmal mit dem neuen Video. Bevor das hier alles richtig losgeht, noch dieser kurze Teil vorher. Und zwar gibt es ein Gewinnspiel. Die AK Blue Laminate Factory Nu wird verlost. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist in der Steam-Gruppe von mir, in dem Channel, der dafür kreiert wurde, einen Kommentar zu hinterlassen und stolzer Takuno nennt sein. Das war's eigentlich auch schon. Ihr könnt auch noch dieses Video liken. Wir können ja einfach mal sagen, dieses Video müsst ihr auch noch liken. Dann wird es vielleicht ein bisschen lustiger. Und das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich hatte an dem Morgen, wo ich es aufgenommen hatte, keinen Kaffee. Und ich schiebe immer noch harten Hate auf Netcologne. Tut mir leid. Ihr habt aber es auch verdient, Netcologne, ne? Ihr habt es verdient. Wenn ihr das Video seht, dann ändert was daran. Das geht so nicht weiter. Ich habe nämlich immer noch keine 50.000er Leitung und ich erkläre euch jetzt, warum. Das hat folgenden Hintergrund. Netcologne sind richtige Bastarde. Im Oktober ungefähr hat das angefangen, dass bei uns hier in unserem Dorf die Stromkästen oder wie heißt das, die Leitungskästen, keine Ahnung, da wo so das Internet reingeht, das magische Internet, diese Kästen wurden jedenfalls irgendwie, wurden die aufgemacht, bearbeitet, was auch immer, vor unserem Haus oder vor den, auf der gesamten Straße bei uns wurde alles aufgerissen und diese Leitungen wurden verlegt. Also habe ich mal geguckt im Internet und da steht tatsächlich Oktober, dass da ab November 50.000er Leitung in Königsdorf verfügbar sein soll. Also denke ich mir, wow, nice. Ich rufe da sogar an, ja. Ich rufe sogar bei Netcologne an, wie so ein richtig nicer Boy, ja. Will meinen Vertrag da verbessern, so, ja. Bin ja schon seit 4 Jahren oder so Kunde da. Also habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja was Nices zu machen, ne? Da war wirklich, ja, die hatten ein nices Angebot, die Jungs von Netcologne für mich. Die haben gesagt, ja, wir schicken dir die Formulare, damit du für die 50.000er Leitung bekommst. Und du darfst dann noch einen neuen Router von uns kaufen für 50 Euro. Klingt das gut oder klingt das gut? Wenn du den nicht kaufst, kriegst du die 50.000er Leitung auch nicht. Habe ich mir gedacht, okay, dann wird das wohl so sein müssen. Dann muss ich wohl nochmal 50 Euro bezahlen für den Router, obwohl ich letztes Jahr erst einen neuen Router gekauft habe von Netcologne. Alles klar, vielen Dank. So, ich habe jedenfalls dann gesagt, okay, schick mir die Daten, dann bezahle ich das Geld und komme mit diesen Router in der Filiale meiner Nähe abholen, so mäßig. Alles klar, ich warte halt wie so ein Blöder, Dezember kommt, nichts, also Dezember tritt so ein, ich gucke durchs Internet, was steht da, ich kriege keine Post, gar nichts, steht da, ja okay, Ende Dezember fertig, denke ich mir, okay, alles klar, vielen Dank Jungs. Erstmal so gar keine Nachricht bekommen, ja, erstmal einen Monat Verspätung und dann einfach, du kriegst einfach keine Information, die verschieben ist einfach, ich meine, es war so ein bisschen klar, ne? Es war so ein bisschen klar, dass sie das nicht einhalten würden. Dann denke ich mir, okay. Und Ende Dezember ist es dann fertig. Okay, alles klar. Muss ich halt nochmal einen Monat warten. So, das, was mir versprochen wurde, wieder nicht eingehalten. Alles klar, nicht gelohnt. Okay. Und ich soll euch noch 50 Euro bezahlen. Okay. Ja? Aber dann, ja. Meine Freunde. Dann verschieben den Termin von Dezember auf Februar 2016 nochmal. Das ist einfach nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Das ist einfach, da gehe ich jetzt. Das reicht, Netcologne. Das reicht.